Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Habe ich was im Inventar, was ich nicht... Ja, da habe ich noch Dinge drin. Ich habe heute einen ganz besonderen Plan. Mit einem lieben Gruß an Sim Holmes werde ich versuchen, heute zu... nicht sterben, aber umzukippen heute Abend. Da soll ja ein Aha-Effekt auf mich warten. Ich bin sehr gespannt, ob dem so sein wird oder ob ich hinterher doch ein bisschen entsetzt einfach nur bin. Okay, ich brauche Kupferbahn, kann ich gar nicht mehr herstellen. Okay, wir brauchen also wieder Kupfer und ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte diverse Dinge tun, wie zum Beispiel ein... Genau, hier, diese industrielle Schneidemaschine wollte ich bauen. Und dafür brauchten wir noch Carbonstahlbarren 10 Stück. Da habe ich jetzt 3, das stimmt nicht ganz, oder? Das stimmt bestimmt nicht ganz. Da habe ich sicher schon welche drin. Aber, ja, ich... Entschuldigung, ich bin heute noch ein bisschen... So, immer auftanken. Und dann tanken wir mal auch die anderen Sachen auf. Und ich muss heute auf jeden Fall noch... Das tanken wir auch noch auf. Auf jeden Fall muss ich heute zur Insel rüber. Keine Post, das ist, oh, das war falsch. So, reite mein Pferdchen. Ich muss nämlich unbedingt noch Stacheln besorgen. Damit wir Regenschirme machen können. Wir wollen ja nicht unsere Quest versemmeln. Ah, Kacke. Ja, also, pups. Das ist jetzt nicht... Da liegt Pups mit Kürbissamen. Das ist wichtig. Okay, da vorne war nochmal welches. Ein schöner Haufen Dung. Oh, mit Bambus-Papaya-Samen, perfekt. Deswegen sammle ich das Zeug gerne. Da kriegt man gratis Samen weg, sonst müsste man... Ja, richtig, wir haben ja einen vergifteten Fluss. Darum kümmern wir uns auch noch. Aber bevor wir das tun, gucke ich eben mal ganz kurz, dass wir ein paar... Dass wir ein paar Stacheln zusammenbekommen. So, jetzt hier aber. Zack. Tschüss, Seeigel. Das Wetter ist heute ja nicht das Schönste, muss man sagen. Ich wollte gerade fast sagen, entspricht unserem Wetter, aber auch wenn es bei mir heute geregnet hat, ich hatte auch sehr viel Sonnenschein. Das ist übrigens auch der Grund, aus dem der Ventilator im Hintergrund läuft. Der Raum hier ist wieder aufgeheizt, weil Sonnenseite. Ich beneide jeden von euch, der nicht Sonnenseite im Sommer wohnt. Das, ist furchtbar, ganz ehrlich. So schön das im Winter sein kann, weil man... Oh, Moment mal kurz. Also schön das im Winter sein kann, weil man eben... Ja, wir kriegen es... Oh je, das dauert aber lang, bis wir das weg haben. So schön das im Winter sein kann, weil man dann eben Sonnenseite hat und es ein bisschen wärmer ist und ein bisschen kuscheliger und eigentlich auch ganz hübsch. Aber im Sommer ist es wirklich unpraktisch. Was mich daran erinnert, dass meine Schule früher ganz, ganz intelligent gebaut war. Da haben sie nämlich einen kompletten... Jetzt kommen wir hier alles raus... Kristalle und Energiesteine. Wunderschön. Deswegen hat es vermutlich auch so lange gedauert, weil wir da Energiesteine herbekommen. Da gab es nämlich auch ein ganzes Gebäude, das auf der Sonnenseite die Klassenzimmer hatte. Das war... Es war so angenehm im Flur. Also auf dem Schulflur. Es war total schön. Es war im Sommer sehr angenehm. Aber Heilige, in den Klassenzimmern drin, da wolltest du nicht sein. Das war furchtbar. Wir haben immer so einheitlich beschlossen, das kann eigentlich nur ein Konstruktionsfehler sein. Da hat irgendjemand nicht aufgepasst, denn den Schülern das anzutun, dass man im Sommer fast eingeht in diesen Klassenzimmern, das war echt gemein. Und dann hatten wir noch so einen netten Lehrer, der hat dann auch was dagegen gehabt, wenn wir uns Luft zugefächert haben. Wenn man da die Hand falsch erhoben hat und der gedacht hat, oh, da fächert sich jemand Luft zu, dann wurde man direkt mal zurechtgewiesen, dass man das gefälligst sein zu lassen hat. Also, du sitzt dann da und stirbst fast vor Hitze und darfst dir nicht mal mit einem Blatt Papier oder so, während der dir da vorne die mathematischen Formeln erklärt, ein bisschen Luft zufächern. Fällt hier, wo bist du eigentlich? Komm mal her. Ich kann auch reiten, dann bin ich doch schneller. So, ich glaube, wir haben genug, oder? Ja, wir haben ja zu Hause noch ein paar Stacheln, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich genug haben. Und das heißt jetzt, mit anderen Worten, ich würde jetzt ganz gerne in unsere Ruine gehen, denn ich wollte heute noch mal ein bisschen abbauen und da waren noch ganz viele schöne Sachen, deswegen reiten wir da mal ganz fix hin. Und keinen neuen Handelsauftrag. Keinen neuen, da wollte ich gerade. Was ist das? Das ist aber neu. Moment. Kalender. Tag der Erinnerung, er nähert sich. Attempt to find... Okay, versuche ein Item zu finden. Von 23 Uhr... Von 21 bis 23 Uhr. Und was ist das hier? Von 0 bis 2 die Laterne erleuchten. Okay. Das ist schon ein Vorgeschmack. Das ist super. Oh. Hi, Alu. Hallo, Mann mit der schönen Stimme.
If you find a new ruins opening, be sure to let us know. The civil cause will compensate you well for your efforts. Klar. Ganz ehrlich, sehr viel von der Attraktivität dieses Mannes kommt einfach von der wunderschönen Stimme. Ich mag schöne Stimmen. Wo wir gerade übrigens bei schönen Stimmen sind. Stand jemand von euch schon mal in Overwatch neben Hanzo, wenn er so was gesagt hat? Ach, da kann man butterweich werden. Das ist die erste Ruine, oder? Also die Billigruine sozusagen. Egal, wir gehen da rein. Ich muss keinen Eintritt zahlen, das heißt, es müsste die richtige Ruine sein, in der wir letztes Mal geschürft haben. Und dann werde ich versuchen... Angeblich verliere ich ja nichts. So, Spitzhacke. Aber hier ein bisschen Kupfererz. Nee, Eisenerz herholen. Das ist aber schlecht. Ich wollte Kupfer haben. Aber das ist egal. Das hilft uns auch weiter. Könnt ihr echt mal gucken, habe ich irgendwo... Nein, habe ich nicht. Okay. Dann graben wir einfach so ein bisschen. Wir werden schon was finden. Und wenn wir weit genug unten sind, dann finden wir bestimmt auch wieder Schätze. Oder auch nicht. Oh, guck mal, da ist ein Gang von uns gewesen. Jetzt haben wir uns einmal durchgegraben zu einem Tunnel, den wir schon mal gegraben haben. Das ist doch super. Können wir noch ein bisschen abbauen, kriegen wir kostenloses Eisenerz. Wenn ich glaube, ein bisschen mehr braun als rot und ich würde Kupfererz finden. Aber das kann sein, dass wir dafür in die andere Ruine müssten, die nicht ganz so... Also, die nicht so hochlevelig ist. Wir sind ja praktisch schon im Profigebiet. Ja, das rede ich mir manchmal ein. Ich weiß übrigens nicht, warum es bei mir immer einmal hängt, wenn ich das Ding hier hole. Vielleicht... Wir hatten diesen wunderschönen Bug, dass wir durchgucken konnten. Vielleicht, weil dann einmal alle Sachen auf der Map erscheinen. So. Okay, Soldat mit Zepter Teil 1. Und ich habe hier doch nochmal Punkte gesehen. Da ist nochmal was. Sehr schön. In ein paar ganz wenigen Metern Entfernung. Und die Steine habe ich auch dabei. Das heißt, ich kann halt Steine verkaufen. Massig Steine. Oder morgen massig Steine verkaufen. So, Brillenglas, das habe ich mir immer schon gewünscht. Tragt ihr eigentlich eine Brille? Ich nicht. Ich warte immer noch sehnsüchtig drauf, dass ich meine Harry Potter Brille bekomme, weil ich nicht mehr sehen kann. Vor lauter Zocken, viereckigen Augen und im halbdunkeln Bücher lesen. Ich hatte als Kind die wunderschön romantische Vorstellung, dass es die beste Idee der Welt wäre, bei Kerzenschein Bücher zu lesen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie begeistert meine Mutter gewesen ist, wenn ich mit einer Kerze im Bett saß. Das war dann immer so dieses, nein, dann tut die Kerze weg. Ich habe das dann meistens im Geheimen gemacht, weil ich durfte ja eigentlich nicht. Aus nachvollziehbaren Gründen. Inzwischen habe ich künstliche Kerzen, die sind fast genauso schön und flackern. Nur ich kann dabei nicht versehentlich das Haus abfackeln. Ist besser. Habe ich beschlossen. Wieder Schmiermittel. Wir haben so viel Schmiermittel schon gefunden und ich weiß nicht mal, wofür wir das genau brauchen. Für irgendwas würde es sicher sehr nützlich sein, aber ich wüsste gerne für was. Ich werde es sicher noch rausfinden. Irgendwann werde ich mich über das viele Schmiermittel freuen. Vermutlich, weil irgendeine Maschine Schmiermittel braucht. Und zwar nicht nur zum Bauen, sondern zum Funktionieren. Vermutlich nicht viel, weil wir so viel dann doch nicht finden. Oh, komm schon. Jetzt komm schon. Gib mir schon wieder Schmiermittel. Okay. Könnte ich nochmal... Da! Oh, großer Knödel! Mein großer Knödel, ich möchte dich... Ja, ja, hoch, hoch. Schlag dich da in den Stein und grab dir einen Weg nach oben, kleine Frau. So, und nochmal. Einfache Schaltkreise. Boah, nehme ich auch, wenn es sein muss. Ach so, das habe ich gar nicht geguckt. Hier ist aber nichts mehr. Ist hier noch irgendwo was? Okay, dann gehen wir ganz kurz raus. Also raus im Sinne von aus unserem Erdloch raus. Raus aus der Mine gehen wir noch nicht. Ich lasse mir heute ganz viel Zeit. So, gehen wir mal da drüben hin. Da waren wir nämlich noch nicht. Dieses Mal. Vielleicht waren wir da aus gutem Grund noch nicht. Dann grabe ich einfach hier wieder ein bisschen nach unten. Wir haben ja noch ein bisschen Energie. Und wir haben jetzt ja schon öfter festgestellt, wenn wir uns tiefer graben, dann finden wir auch was. Denn unser Radar reicht ja nicht unendlich weit. Und manchmal muss man einfach... Da, jetzt zum Beispiel, sehen wir das? Falls ich das vorher schon gesehen hätte, da war der Punkt einfach zu klein. Da habe ich den gar nicht wahrgenommen. Wie gesagt, keine Brille. Mit hätte ich es vielleicht gesehen. Ich habe schon ewig keinen Sehtest mehr gemacht.
Ich habe auch ein bisschen Angst, dass meine Sehkraft so schlecht ist, dass man irgendwie jemand mir sagen würde, du brauchst eine Brille, ganz dringend. Und ich dann denken würde, no, ich möchte aber nicht. Weil ich garantiert es schaffen würde, dass ich auf meine Brille trete. Ich trete immer auf Sachen. Ich habe schon mal einen USB-Stick, glaube ich, habe ich schon mal versehentlich. Dann habe ich einen MP3-Player, da bin ich versehentlich mal drauf getreten. Das kommt immer davon, wenn man die Sachen aus Gewohnheit irgendwo hinlegt und dann Katzen hat, die alles runterschmeißen. Ich hab schon Dinge auf dem Boden wiedergefunden. Das ist herrlich. Alte Teile, die brauche ich eigentlich nicht so sehr. Davon habe ich schon ganz viele. Okay, ist hier noch... Da ist noch was. So, ich muss zwar ehrlich sagen, ich würde eigentlich lieber gerne, bevor ich da draußen umkippe... Ah, ich kann sowieso nicht mehr so lang. Wegen unserer Energie, die lässt nach. Würde ich trotzdem gerne den Hauptertrag unseres Ausgrabens hier... So, jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Schmiermittel, natürlich. Was sonst? Würde ich gerne den Hauptertrag trotzdem irgendwie... Oh, da sind so viele Punkte. Oh, ich möchte die alle noch haben. Aber dafür reicht die Energie gar nicht mehr aus, oder? Ja, vielleicht könnte es gerade so reichen. Ein bisschen Glück. 41? Naja, zwei brauchen wir immer. Ja, das reicht noch, das reicht. Den kriege ich noch, den Knödel. Zweimal hauen noch, dann habe ich ihn. Und zack, und ich müsste ihn... Immer noch nicht. Doch, doch, ich habe ihn. Okay, dann schauen wir mal, ob ich noch das letzte auch noch bekomme. Wo ist das? Da. Auch ganz nahe, wenn ich das richtig sehe. Das kriegen wir auch noch, das kriegen wir auch noch. Schmiermittel, Brillenglas, Schaltkreise, alte Teile, egal. Ein Schläger. Wie viele Schläger habe ich eigentlich inzwischen? Ich kann bald ein Tennisteam aufmachen. Okay, ich gehe jetzt mal wieder raus. Auch von hier, damit ich noch ein bisschen Energie übrig habe. Ich fürchte, ich werde am nächsten Tag nicht volle Energie haben, oder? Okay, alles egal. Am nächsten Tag möchte ich eigentlich nur... So, ich reite einmal Richtung nach Hause. Denn, wie gesagt, ich werde gleich umkippen. Für den... Aha-Effekt. Day of Memories, das ist schon angekündigt. Ich werde gleich einmal umkippen. Tapfer wie ich bin, werde ich... Achso, das ist Ginger. Ich dachte gerade, was kommt da für ein Geist? Für die Wissenschaft sozusagen werde ich umkippen. Und für den Aha-Effekt. Ich hoffe, den gibt es dann wirklich noch. Und nicht so ein Heulen. Wenn ich weine, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich, Sim Holmes. Persönlich. Da möchte ich ein Taschentuch von dir haben. Okay. Ich habe kein Kupfererz mehr natürlich. Also, nee, gar keins mehr. Ach du je. Okay, jetzt kann ich auch mal gucken, ob ich die Carbonstahlbarren, ob ich davon jetzt genug habe. Ich glaube nicht. Aber ich gucke trotzdem mal nach. Zumal ich eben ein paar der Sachen weglegen möchte. So, hier müssten eigentlich die... Oh, wir haben genug. Wir haben genug. Das ist ja schön. Okay, jetzt muss ich ganz langsam überlegen. Hier kommt nichts rein. Ich würde aber ganz ehrlich die Sachen hier weg... Nur für den Fall. Nicht, dass sie was geändert haben und dann plötzlich sind die Sachen doch. Deswegen tue ich auch die Dinger hier nochmal rein. Es kann ja immer sein, dass es eigentlich nichts wegnimmt und dann plötzlich haben sie vielleicht was reingepatcht, weil die Leute... Ja, weil sie sich gedacht haben, die Leute müssen ein bisschen dafür bestraft werden, wenn sie sterben. Weiß man ja nicht. Kann man ja nie so genau wissen. Ich werde definitiv zweimal von diesen, ganz viel von diesen Steinen verkaufen. Wir können die so leicht wieder nachfarmen und die sind ja auch nicht teuer, falls wir sie kaufen müssten. Okay, jetzt muss ich gucken. Ich habe jetzt ja alle Zeit der Welt. So, Schläger. 4 Stück. Wir können inzwischen gemischtes Doppel spielen. Oder auch nicht gemischtes. Wie viele einfache Schaltkreise wir einfach gefunden haben. Einfach mal jetzt gleich 5 wieder. Aber ich glaube, sonst alte Teile kommen hier rein. Das Brillenglas, Schmiermittel, inzwischen auch 11 Stück. Ich versuche tatsächlich gerade ein bisschen Ordnung zu halten. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Da, den haben wir jetzt auch schon dreimal. Da muss ich irgendwann mal unser ganzes Inventar vollpacken und dann einfach mal gucken, ob wir schon wieder irgendwas herstellen können. Die Discs, ich weiß gerade gar nicht, wo ich die Discs hingetan habe, wenn ich ehrlich sein soll. Das kommt noch in das andere rein. Ah, je, je. Die helle Kiste, da waren einfach andere Sachen noch drin. Hier hinten müssten irgendwo das Essen drin. Aber da ist weiter nichts. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht an alles gewöhnt, wo ich es jetzt hingelegt habe. Das sind komplett andere Sachen. Hier müsste aber irgendwo der Schleim reinkommen. Genau, der Schleim und das Fleisch. Genau.
Und? Hier müsste doch noch das Essen, das Fleisch reinkommen. Ich tue jetzt einfach mal hier das Fleisch rein. Und die Samen habe ich nochmal ganz woanders hingepackt, wie ich gerade feststelle. Schön. Oh Gott. Ich freue mich drauf, wenn wir irgendwann... Ja, ich hoffe, die reichen dann. Ich nehme die schon mal mit. Ich weiß, wir brauchen Stopf, wir brauchen irgendwas anderes und wir brauchen... Da kommt das Pups rein. Stoff, irgendwas anderes und ich weiß nicht mehr genau was. Für. Hä? Ach, Sand. Achso, haben wir auch schon so viel. Okay. Den Schrimpschwanz müssen wir aber eigentlich auch irgendwo rein. Ja, der kommt hier rein. Das Hummerfleisch. Und jetzt haben wir zweimal sowas. Habe ich das hier reingetan? Nein, natürlich nicht. Dann habe ich es bestimmt irgendwo. Da vielleicht? Ja, okay, da kommen auf jeden Fall unsere Edelsteine rein und unsere Energiesteine. Wo habe ich die Discs hingetan? Wo habe ich die Discs hingelegt? Hier vielleicht? Nee, aber da sind unsere, die Sachen drin. Die Discs sind dann sehr wahrscheinlich irgendwo hier vorne drin, oder? Ja, da sind die Discs drin. Dann tue ich hier nochmal kurz die Sachen rein und pack mal schnell in dieses Kistchen hier, weil es so schön leer ist. So. Ich bin ein bisschen paranoid mit Verlieren von Sachen. Und jetzt rennen wir einfach noch draußen rum und sammeln ein bisschen mit der restlichen Energie, die wir haben, bis wir umkippen. Hi Pferdchen, du darfst jetzt hier bleiben. Okay. Jetzt kann ich auch hier nochmal... Wobei, nein, ich gucke jetzt nicht. Ich möchte umkippen und das soll sicher nicht. Ah, for sale, das wäre so schön. So, da haben wir ein bisschen Kräuter, ein bisschen Energie haben wir ja noch. Eigentlich könnte ich nach... Ich muss mal wieder angeln gehen. Ich weiß nicht, vermutlich kann man im Sommer andere Fische fangen als im Winter. Und im Frühling und im Herbst. Und der Sommer ist fast vorbei. Und ich glaube, da habe ich diese, nicht Katzenjaus, sondern die anderen. Was müsste ich hacken? Ich gucke mal, ob wir noch irgendwie Pups finden oder Schlangenbeeren oder... Da sind Schlangenbeeren. Nee, das sind Kräuter. Level up! Okay, okay, das hat jetzt Vorrang. Level up. Ich wollte letztes Mal eigentlich den Angriff verstärken und hab's dann versemmelt. Wir könnten natürlich auch beim Holzfällen und so auf doppelten, aber ich möchte tatsächlich gerne einmal das hier. Ich möchte ein bisschen mehr Schaden machen, wenn wir angreifen. Da ist nämlich immer noch dieser wunderbare kleine, nicht sehr nette Boss in diesem, in den Ruinen im Collapsed Wasteland. Und den würde ich total gerne irgendwann besiegen können. Aber ich fürchte, um das hinzubekommen... Jetzt rede ich noch ein bisschen mit den Leuten, die ich finde. Muss noch ein bisschen Zeit totschlagen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber ich will das wirklich mal wissen, was passiert. Okay, hallo. Ich habe vergessen, wie du... Iuva, das Leben hier in Porsche ist so gemütlich. Fühle es mit deinem Herzen. Ich bin sicher, du wirst es. Ich liebe es jetzt schon. Dankeschön. So, wo könnten wir denn noch hingehen? Da ist Ginger. Die Geister. Hi, Ginger. Hi. Ich schub's doch gar nicht. Yes, he's a great brother, but he's always worrying about me, even though I'm not a child anymore. Ist okay. Ich finde, sie redet ein bisschen komisch. Auch wenn ich kein Kind mehr bin. Nein, vermutlich würde sie so auf Deutsch nicht reden. Aber sie hat schon sowas. Ich glaube, eine längere Unterhaltung mit ihr könnte anstrengend werden. Während Alo echt so eine Stimme gewicht, die geht runter wie Öl, hat sie schon so einen sehr speziellen Tonfall. There are plenty of rules for fishing. Like which fish swim in which area. Different bait for different fish. Things like that. And of course, the fishing rod is also very important. Any rod can hook a fish, but only a good rod can bring it in. Ich merk's mir. Ich wollte sowieso mal unsere Angelroute upgraden, aber dafür brauchen wir, glaube ich, irgendwas, was ich nicht hatte. So, dann gucken wir mal, ne? Und morgen machen wir dann die Regenschirme nach Möglichkeit. Da ist unser schöner vergifteter Brunnen. Ich würde den so gern zum Festen repariert haben. Also, entgiftet. Detox. Wir machen einfach Heilfasten mit dem Brunnen. Der kriegt jetzt einfach ein paar Tage kein Essen mehr, damit die ganzen schlechten Substanzen rauskommen. Und dann geht's dem auch wieder gut. Abandoned Ruins. Stimmt, das hier waren die einfachen Ruinen, die ganz, ganz... Ich reite mal eine Runde, so. Lalala. Ich weiß jetzt leider nicht... Oh doch, ich weiß, wo wir hin könnten. Ah, wir könnten zur Baumschule, die hat bestimmt noch offen. Und ich müsste theoretisch auch bald umkippen. Und bis ich umkippe, könnte ich bei der Baumschule noch...
Nee, kann ich nicht. Das verbraucht ja auch Energie. Oh Mann, sogar Pilze sammeln verbraucht Energie. Es wird spät, du solltest dich etwas hinlegen. Ja, ja, mach ich gleich. Ich gehe mal von unserem Pferdchen runter, damit das Spiel weiß, dass ich alleine unterwegs bin. Push a tree farm. So. Einen Pilz kann ich aber noch sammeln. Nehmen einfach den da vorne direkt. Der glitzert so schön. Ich nehme an, um 3 kippe ich dann um. Oh, und ich habe übrigens Hunger. Warum glitzerst du eigentlich und warum kann ich mit dir nichts machen? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Okay, theoretisch noch ein paar Sekunden, dann werde ich ein Aha-Erlebnis haben, hoffe ich. Und unsere jetzt friedlichen Pandamäuschen. Hallo Pandamäuschens, ich habe euch lieb. Ihr seid jetzt friedlich, seit ich die Musik hier aufgestellt hatte. Was aber witzig ist, wir haben ja das Ding wieder mitgenommen. Okay, und? Okay. Wache ich jetzt hier auch wieder auf oder wache ich zu Hause auf? Ich wache zu Hause. Okay, wir kippen einfach nur um. Okay, das freut mich. Yay. Also, extra für dich, ich bin umgekippt. So, jetzt muss ich aber meine Pilze wegbringen. Meine Pilze müssen weg. Und ich finde es schön, dass ich wieder... Das ist die falsche Kiste. Ich wollte an diese Kiste hier. Da sind nämlich meine Pilze drin. So, und außerdem meine Raupen. Und die Kräuter sind nicht hier drin. Was sind meine Kräuter? Sind die hier? Ja. Okay, dann schnappe ich mir hier mal die Sachen, die ich unbedingt verkaufen möchte. Zack, zack, das ist ganz viel von dem Zeug hier. Den überschüssigen Sand würde ich auch verkaufen wollen. Außerdem hole ich mir jetzt hier aus unserem Kistchen wieder unsere Werkzeuge. Und ich ordne die direkt mal wieder an. Das war so, so und so. Und hier vorne drin hatte ich dann genau das Zeug. Ich brauche die Regenschirme, ich brauche das und ich glaube, ich habe auch Kupferbarren für unsere Regenschirme. Das heißt, ich müsste gleich auch noch Kupfer kaufen. Das haben wir jetzt ja nicht gefunden. Oh, es ist schon wieder so schlechtes Wetter. Aber sogar noch schlechter als gestern. Sehr schön. Okay. Die Regenschirme. Genau. Ah, ich kann nur zwei... Mist, ich habe definitiv zu wenig... Okay. Ich brauche viel mehr Stacheln. Ich habe erst die Hälfte. Ach du je. Benzin aufgebraucht. Das hätte ich noch gucken sollen. So. Mach weiter. Und hier ist, glaube ich, alles fertig einfach. Gut. Jetzt bauen wir erstmal kurz den Industrial Cutter, oder wie er heißt. So. Carbonstahlbarren. Jetzt haben wir den. Industrielle Schneidemaschine. Und ich würde dich auch gerne gleich aufstellen. Und zwar hier hinten, aber andersrum bitte. Drehen. So müsste das eher gehen, oder? Ja, so müsste das eher gehen. Zack. Und hier können wir jetzt irgendwas herstellen. Genau, wir brauchen Kupfer, wir brauchen Platten. Und Eisenholz. Ich stelle mal... Achso, Benzin, ja. Wir brauchen auf jeden Fall Eisenholz. Das heißt, ich stelle da einfach mal alle her, die wir herstellen können. Beim Rest muss ich mal gucken, wie viel wir da... was wir da genau brauchen. Jetzt muss ich noch den Mixer letztlich herstellen. Das weiß ich auch noch. Und hier, da wurde ich freundlich darauf hingewiesen, ich kann hier nachgucken, was ich alles herstellen kann. Was ich super finde. Das vergesse ich. Richtig, Mixer Level 1. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal kurz hier den Mixer draufstellen. Mixer. Grill, Wassertank. Industrieller Schneider, Ghetto Blaster, auswechselbare Batterie, Haltestelle, Mixer, da ist er ja. Und dafür brauchen wir Schleifklingen, Schaltkreise und Kupferbarren. Das heißt, ich gehe jetzt Kupfer kaufen. Ganz viel Kupfer kaufen. Während es hier so wunderschön... Oh Gott, sind die süß! Oh Gott, sind die niedlich! Oh Gott! Die Stadt wird also von Tag zu Tag schöner. Oh, ich hoffe, dass wir gutes Wetter haben. Also am Tag des Festes. Ich hoffe so, dass wir da gutes Wetter haben werden. Oh, das FPS. So. Ich hätte davon gerne alle 100, die du hast. Brauche ich noch was? Regenschirme können wir schon herstellen. So, dann verkaufen wir mal. Ich würde das hier gerne verkaufen. Und ich würde das hier gerne... Wie, ich habe nicht genug Vorrat. Das würde ich auch ganz gerne verkaufen. Und ich würde gerne...
Könnte ich hier theoretisch Regenschirme fertigen? Nee, kann ich nicht. Ist Warnblick wert? Okay. Nein. Oh, das Wetter. Das Wetter ist furchtbar. Bei dem Wetter gehen übrigens immer die FPS-Zahlen in meinem Spiel ein bisschen runter. Deswegen freue ich mich da auch. Aus so einem Grund, dass ich mich nicht ganz so sehr über Regen freue. Ich habe dann doch lieber Sonnenschein. A, sieht dann alles hübscher aus. Und B, habe ich nicht das Problem, dass unsere FPS-Zahlen ein bisschen runter tiefer gehen. Muss mal kurz nachdenken. Ich brauche jetzt... Ich brauche wieder Kupferbarren. So. Die brauche ich für unsere Dinger. Und ich brauche noch 8. Ich brauche noch 8 Stacheln. Ich brauche für jeden Regenschirm 4 Stück. Also brauche ich insgesamt noch 8 Stacheln. Das wird jetzt ja lustig. Die muss ich jetzt unbedingt besorgen. Und ich angle mal nicht, solange der Fluss vergiftet ist. Ich habe Angst, dass wir dann nämlich nur vergiftete Fische bekommen, die wir tunlichst nicht zubereiten sollten. Okay, jetzt wird es ein bisschen lustig. Ich weiß, die gibt es noch an einer anderen Stelle. So, einmal Stacheln. Zweimal Stacheln. Da hinten sehe ich noch einen. Und da ist ein Schneckma. Und den töten wir jetzt einfach mal. Da fuhr was Lautes vorbei. Wie das Pferd immer vor einem spawnt. So, 3 Stacheln theoretisch. Aufsammeln möchte ich nicht. Jetzt kommt das Pferd gleich wieder um die Ecke gespawnt. Ich habe es gesehen. Ganz genau gesehen neben uns. So, ein Schneckma. Das könnte eventuell mit einem wunderschönen Update noch behoben werden, dass das Pferd einfach plötzlich neben einem spawnt. Dessen könnte es einem ja ein bisschen schneller nachtraben. Das ist manchmal so ein bisschen irritierend, wenn plötzlich, zack, ich bin da. Hottehü, nenn mich Fury. Okay, Fury, wo... Fury? Fury? Cupcake? Pferd? Ich habe ein Pferd verloren. Da kommt es. Ja. Komm her, wir gehen an eine andere Stelle zum Stacheln farmen. Und zwar da hinten hin. In der Nähe vom Wasserfall gibt es nochmal welche, theoretisch. Bei den Lamas. In der Nähe. Bei den Lamas gibt es auch Kackehäufchen. Mit Kartoffelfruchtsamen. Und da hinten ist nochmal ein Kackehäufchen. Und ich hoffe, wir finden hier tatsächlich... Käfer. Da unten, da sehe ich sie schon. Käfereier. Ach ja, richtig. Das, wo ich absolut keine Ahnung habe, was wir damit machen. Vielleicht werden wir Köder einmal stacheln. Zweimal stacheln. Dann gibt es hier nochmal Stacheln. Ah, hier gibt es mehr als genug Stacheln. Sehr schön. So. Faserstoff auch gleich. Sehr schön. Ich mache mal noch ein paar mehr von denen weg. Einfach damit wir für den Notfall dann Stacheln haben. Falls wir doch noch mal irgendwie einen Regenschirm uns basteln wollen. So. Es geht zurück. Ich möchte ja unsere Regenschirme möglichst bald abgeben können. Geil. Ist da ein Marienkäfer? Okay. Ich wünsche mir sehnsüchtigst schönes Wetter. Ich werde auch gleich kurz die Folge unterbrechen. Die ist jetzt ein bisschen... Ja, ein bisschen komisch dann, weil normalerweise versuche ich ja am Tagesende und das haut halt relativ gut hin oft. Okay, nein, ich töte jetzt keine Lamas. Aber jetzt ist halt leider, naja, durch das Experiment umkippen, wo ich mich dann einfach... Ich finde das übrigens sehr süß. Die einfach ins Gras fallen lassen und schlafen. Oh, das ist schön. Ich glaube, ich habe auch nicht genug Kupferbarren wieder, oder? So, gucken wir mal. Doch, ich kann zwar... Oh, perfekt. So, Regenschirme gefertigt, aber jetzt habe ich von nichts mehr genug. Dann gucke ich mal hier, ich brauche Schleifklingen. Da muss ich gucken, wo man die gleich herstellen kann. Kupferbarren, einfache Schaltkreise. Ich gucke mal gleich noch kurz nach den Schleifklingen, glaube ich. Mal schauen, was soll ich jetzt hinbekommen. Handbuch. Gegenstand. Ich habe hier leider keine Suche. Schleifklingen. Dreierlauf, Schlangenbiss. Alles klar. Wenn wir also... Ich glaube, momentan haben wir das Eisenschwert. Ich kann aber noch kein fortgeschrittenes Eisenschwert machen. Ich würde aber gerne die klassische Angelrute herstellen. Okay, ich habe gesagt, ich brauche die Schleif...
Dinger. Schleifdinger, Schleifdinger. Schleifsäge war es nicht. Schleif. Ich hätte das gerne im Alphabet sortiert. Geht das? Okay, Schießpulver, Schleifsteine waren es nicht. Das waren. Ich weiß gar nicht mehr. Waren es Schleifhöhlen? Nee, es waren keine Schleifdinger. Hier, nee. Doch, einen Flaschenzug brauchen wir für irgendwas. Für irgendwas brauche ich einen Flaschenzug. Ich muss noch mal kurz gucken, Entschuldigung. Das sind die Schleifklingen. Okay. Die Schleifklingen kann ich. Moment, das muss man kurz mal gucken. Schleifklingen, ich habe sie ganz genau gesehen. Die waren hier bei Crafting. Schleifsäge. Ich bin irritiert. Wo gab es jetzt nochmal? Ach so, die Schleifklingen gab es, glaube ich. Musste ich die beim Cutter? Muss ich die hier irgendwie herstellen? Nein. Schleifklingen. Schleifklingen. Kann das bitte nach dem Alphabet? Nein? Okay. Oh, Pigmente. Wir können hier... Oh, wenn wir so einen Mixer herstellen, dann können wir auch Pigmente machen. Oh Gott sei Dank, kann ich endlich meine... Okay, ich gehe jetzt einmal kurz rein. Und dann beende ich hier mal schnell die Folge. Ich bedanke mich dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich lege mal eben schnell unsere Sachen weg. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet bei My Time at Porsche. Wenn wir dann wieder ganz wunderbare Dinge tun. Hoffe ich. Es kann ja nur besser werden eigentlich. Die geben wir dann endlich ab. Dich tue ich hier oben wieder hin. Die Aufzugsteuerung. Nein, du sollst da oben hin. Die Aufzugsteuerung, das Zeug kann ich da noch weglegen. Gut. Ich sortiere noch schnell zu Ende. Glaube ich. Danach beenden wir die Folge. Es wäre jetzt einfach schade, wenn wir die Folge jetzt nicht... Fleisch kann ich hier reintun. Ich glaube, die Kacke kommt daneben. Ja, die Kacke kommt daneben. Genauso die Dinger hier und die Käfereier. Die brauche ich gleich noch. Und die letzten habe ich, glaube ich, hier drin. Nein. Habe ich hier drin? Nein. Habe ich... Gott. Nein, da waren die Edelsteine drin. Oh, ich kann mir das einfach nicht mehr... Hier vorne. Genau, da war unser Zeug drin. So, damit wünsche ich euch jetzt noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei My Time mit Porsche. Bis dahin. Bye, bye.